Russland wurde beschuldigt, Kriegsverbrechen gegen die Ukraine begangen zu haben, und einige haben Putin einen Kriegsverbrecher genannt. Aber was ist ein Kriegsverbrechen? Wie bei jeder Straftat werden hier Gesetze gebrochen, denn selbst ein Krieg hat Regeln, die im Völkerrecht und in internationalen Verträgen festgelegt sind. Das humanitäre Völkerrecht bestimmt, was während des Krieges getan werden darf und was nicht. Ziel ist es, Leben zu retten und Leid zu verringern. Es gibt drei Hauptprinzipien. Das erste ist das Unterscheidungsprinzip. Das ist die Unterscheidung zwischen Zivilisten und Militär. Zivilisten und zivile Objekte dürfen niemals angegriffen werden. Das zweite ist das Verhältnismäßigkeitsprinzip. Dabei werden der militärische Vorteil eines Angriffs und zufällige zivile Opfer, verletzte und beschädigte zivile Objekte gegeneinander abgewogen. Und schließlich gibt es das Vorsorgeprinzip. Dabei gilt es ständig darauf zu achten, Zivilisten bei Angriffen zu verschonen. Die Genfer Konventionen und ihre Protokolle sind die Hauptgrundlage des humanitären Völkerrechts. Die Konvention wurde erstmals 1947 nach den Gräueltaten des Zweiten Weltkriegs und den Nürnberger Prozessen unterzeichnet und von 196 Ländern ratifiziert. Es gibt vier Abkommen zu verwundeten und kranken Soldaten in Konflikten, Seekriegen, Kriegsgefangenen und Zivilisten. Bestimmte schwerwiegende Verstöße gegen die Konventionen stellen immer Kriegsverbrechen dar. Sowohl Staaten als auch Individuen können für Kriegsverbrechen zur Verantwortung gezogen werden. Der Internationale Strafgerichtshof, kurz ISTGH, ermittelt gegen Personen, die wegen Völkermordes, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Verbrechen der Aggression angeklagt sind. Er hat seinen Sitz in Den Haag in den Niederlanden und hat seit Beginn seiner Tätigkeit im Jahr 2002 45 Personen angeklagt. Eine Handvoll Länder erkennen den ISTGH nicht an, darunter Russland, die USA und China. Mitglieder des Internationalen Strafgerichtshofs müssen manchmal verurteilte Personen inhaftieren, wie das Vereinigte Königreich. Der wegen Völkermordes in Bosnien verurteilte Radovan Karadzic und der wegen Kriegsverbrechen in Sierra Leone verurteilte Charles Taylor haben beide ihre Strafe in Großbritannien verbüßt. Staatsanwälte, humanitäre Anwälte, Journalisten und zivile Aktivisten haben alle Beweise für mutmaßliche Kriegsverbrechen in der Ukraine gesammelt. Die Ukraine hat meiner Meinung nach eindeutig starke Beweise dafür, dass die schwersten Kriegsverbrechen begangen wurden und wahrscheinlich auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Der ISTGH hat wie andere auch ein Team zur Ermittlung entsandt. Um einen Haftbefehl erlassen zu können, müssen Staatsanwälte beweisen, dass es hinreichende Gründe für die Annahme der Kriegsverbrechen gibt. In Fällen wie diesen, wo es um Bombardierung, Raketenbeschuss, Luftangriffe und so weiter geht, konzentrieren wir uns in der Regel nicht auf einen bestimmten Vorfall. Wir suchen nach Mustern. Der Schlüssel ist, etwas paradoxerweise, dass es nicht um Aufnahmen von den Orten der Verbrechen geht. Wir suchen genau genommen nach Material, das von den angreifenden Truppen produziert wurde. Und viele, einschließlich Regierungsminister, haben gesagt, es gebe eindeutige Beweise für Kriegsverbrechen. Es ist ein Kriegsverbrechen, weil man nach internationalem Recht keine Gesundheitseinrichtungen und Krankenhäuser angreifen darf. Was Sie auf Ihren Fernsehbildschirmen sehen, ist ein Kriegsverbrechen. Ja, der Angriff auf Zivilisten oder zivile Infrastruktur ist ein Kriegsverbrechen. Das Völkerrecht verlangt besonderen Schutz für kerntechnische Anlagen. Und es ist schwer zu erkennen, wie die Aktionen Russlands mit seinen Verpflichtungen gemäß Artikel 56 des Zusatzprotokolls der Genfer Konventionen vereinbar waren. Seit seiner Gründung hat der ISTGH 30 Fälle betreut. Und in der Vergangenheit haben auch separate Tribunale Kriegsverbrechen untersucht. Die UNO schuf beispielsweise 1993 einen separaten internationalen Strafgerichtshof, um mutmaßliche Verbrechen während der Balkankriege zu untersuchen. Russland hat alle Behauptungen über zivile Angriffe zurückgewiesen und bezeichnet die Invasion als Spezialoperation. Wir haben keine Kriegsverbrechen begangen. Wollen Sie damit sagen, dass Russland in Mariupol keine Eigentumswohnungen,
Spielplätze, Krankenhäuser oder Theater angegriffen hat? Wir haben sie nicht angegriffen. Und Sie wissen genau, wir haben von Anfang an gesagt, dass unser Militär keine Bedrohung für die Zivilbevölkerung in der Ukraine darstellt. Ein Gerichtsverfahren von der Beweisbeschaffung bis hin zu einer möglichen Verurteilung wäre langwierig und komplex. Um Putin wegen Kriegsverbrechen strafrechtlich verfolgen zu können, müsste der ISTGH beweisen, dass er verantwortlich ist. Putin müsste außerdem verhaftet werden, was kompliziert werden könnte, da er Russland so schnell nicht verlassen wird. Ohne die Kooperation Russlands wäre es außerdem schwierig, andere Beschuldigte vor Gericht zu bringen.